Na gut, dann starten wir die ganze Szenerie nochmal von vorne. Also zum Glück den Kampf nicht, ne? Also, aber das ist das, was Lytander schon so vorgewarnt hatte, ne? Nicht, dass es dann nachher irgendwann abstürzt. Aber wir können nach dieser Szene nichts tun. Das heißt, das ist komplett alles so, wie es ist, ne? Und ich überspringe jetzt die Szene. Oh, der kennt unseren Namen. Er kennt mich? Nein, ich bin's. Ich bin es, Hauptmann Vincent. Das erklärt euer nächtliches Verschwinden. Ich habe euch gedeckt. Diese Schwachköpfe kamen nicht mal aus den Kloaken gekrochen. Soll ich euch danken? Erzählt mir einfach, was ihr erfahren habt. Radovid sprach mittels einer Teleprojektion zu den Salamandern. Der König von Redanien? Dass der sie unterstützt? Nein, er weigerte sich. Aber sie haben gemeinsame Freunde. Noch etwas? Eigentlich nichts. Wir sind auf derselben Seite. Hexer töten Ungeheuer. Ich werde euch helfen, den Werwolfzauber zu brechen. Ich werde euch helfen, den Werwolfzauber zu brechen. Nicht nötig. Auf diese Weise kann ich viel besser Verbrecher fangen. Mehr noch, die Verbrecher der Stadt fürchten dieses schreckliche Ungeheuer, das die Armen beschützt. Nämlich mich. Warum sollte ich euch verschonen? Warum nicht? Ihr tötet Menschen. Wie viele sind durch euer Schwert gefallen? In meinem Innersten bin ich kein Ungeheuer, im Gegensatz zu euch. Wir lassen ihn am Leben, oder? Die Frage ist, er wird früher oder später wird sein Geist ihn übermannen. Ne? Hatten wir nicht das von, war das von den Druiden? Die eine Dame, die ihren Freund, Lebensgefährten umgewandelt werden haben möchte, die dieses geflochtene Hemdchen da aus dem Wolfskraut oder was es da ist, braucht. Die Druiden hatten ihr gesagt, dass irgendwann die Transformation abgeschlossen ist. Ne? Und man muss eben halt vorher gucken, ob er noch überhaupt in der Lage ist, also dass man ihn noch retten kann oder nicht. Aber wir lassen das mal, damit es später spannend wird. Ihr habt recht. Das Äußere zählt nicht. Danke. Gehen wir also unserer Wege. Ich glaube, dass nicht jedes Ungeheuer den Tod verdient. Persönlichkeit. Ich sollte mit Carmen über Vincent sprechen. Also doch, Carmen und Vincent sind ein Paar. Die Königin oder die Chefin der Huren und der Chef der Stadtwache. Naja, warum nicht? Da ist ein Wachmann, da ist ein Wachmann. Da ist ein Eingang zur Kloake, da will ich eigentlich gar nicht hier. Tür zur alten Schmiede. Oh, die ist hier. Hallo? Das gefällt mir nicht. Schmiede. Mal sehen, was im Keller los ist. Okay. Warum habe ich... Ich kann mein Schwert nicht rausholen. Das Versteck von Vincent dem Werwolf. Hält er sich für einen Superhelden? Ach so. So wie Batman. Er hat auch einen Eingang zur Kloake. Guck mal, hier ist die komplette Waffenkammer. Warte mal, wo muss ich denn eigentlich hin? Ich muss jetzt so oder so
Ich werde sehen, wie sich das entwickelt. Okay. Das ist klar. Persönlichkeit. Ich glaube nicht, dass... Warte mal. Man sagt, dass Hexer alle Ungeheuer ohne Ausnahme töten. Dass der Kodex der Hexer nur eine Legende ist. Vielleicht ist das wahr. Aber ich kann zwischen dem Menschen in einem Ungeheuer und dem Ungeheuer in einem Menschen unterscheiden. Werwolf Vincent hätte nicht durch die Hände eines Hexers sterben sollen. Das gilt aber nicht für die Dreckskerle, die ich jage. So, die müssen den Stein sehen. Soweit, so gut. Wo geht es hier hin? Gibt es hier nochmal einen abgeschotteten Bereich? Ich gehe mal reingucken. Wo kommen wir jetzt raus? Aha. Aha. Wie kommen da bloß durch? So, und jetzt haben wir wieder, jetzt gucken wir mal nochmal genau hin. Jetzt haben wir wieder ein Gold, ein Silber und 4 normale, was das sich jetzt auswirkt. Ich glaube, es wäre wirklich wichtig, dass wir sowas wie Giftresistenz oder so haben. Aber ich kann zum Beispiel das hier gar nicht auswählen. Aber hier steht, erfordert Verzehr eines Mutagens. Wahrscheinlich ist das das Problem. Dass ich keins habe. Einäschung zu blockieren? Nein. Hier hätten wir Gewandtheit, Angreifen erhöhen, Ausweichen, Parieren, Blenden und Einäschung, Resistenz. Wäre Finesse. Was ist hier oben? Blenden, Gruppenkampfstil, Präzisionstreffer, Schmerz. Wirkt nur im schnellen Kampfstil. So, was haben wir hier? Absorption zweimal am Tag. Das finde ich nicht gut. Schmerzresistenz? Nein. Da können wir nichts machen. Hier gibt es Giftresistenz. Ich glaube, wir sollten hier auf die Ausdauer gehen. Und da steht, erfordert Silbertalent. Und nur ein Silbertalent. Schaltet Gruppenkampfstil Stufe 5 frei. Das ist soweit in Ordnung. Aber hat Giftresistenz. Hier kommt auch mal Giftresistenz dazu. Hier haben wir nochmal Lähmen und dann nochmal verbraucht Ausdauer 25. Pass auf, jetzt gucken wir mal. 4-1-1. Und ich habe ein Gold verballert. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Es hat mich ein Gold gekostet. Ich glaube, dass der Text einfach falsch ist. Ermöglicht es Geralt, das Ritual der Reinigung an Orten der Macht durchzuführen. Ich weiß nicht, ob das buggy ist, aber das fällt mir halt gerade so auf. War letztes Mal schon. Erhöht die Chance, Zutaten aus Kräutern von besiegten Gegnern zu extrahieren. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Dann haben wir die Möglichkeit, nämlich auch aus Gegnern und Kräutern zusätzliche Sachen heraus zu popeln. Das würde ich, glaube ich, nehmen. Guck mal. Und das war jetzt ein Bronze. Da steht aber, erfordert ein Silbertalent. Ich habe jetzt ein Bronze verloren. Ich meine, ist ja gut, dass es nur ein Bronze war, aber trotzdem. Ach so, okay, dürfte die Chance des Mutagens erhöhen. Okay, danke, Catalina. So, wir müssten die Zeichen müssen wir auch ein bisschen aufputschen. Eine Winkelerhöhung wäre gar nicht mal so schlecht. Genau, genau. Ich weiß aber auch noch nicht, warum und weswegen. Es erhöht die Chance, die Gegner zu entwaffnen. Ein Bronzetalent. Hier steht ein Silbertalent. Pass mal auf. Der Winkel ist eigentlich ganz praktisch. Zeichenintensitätserhöhung ist auch in Ordnung. Das passt schon alles. Pass auf. Das war auch wirklich ein Silber. Und hier ist ein erforderten Bronzetalent. Was haben wir hier? Chance auf Lähmen. Auch Bronze. Waren Bronze und waren Bronze. Ich nehme auch erstmal Art. Der hilft uns eigentlich recht gut erstmal weiter. So, Igni. Haben wir nichts, was wir machen können derzeitig, weil wir den Pfad erst freischalten müssen.
Hier könnten wir verringert Bezaubernresistenz. Nee, den Rest brauchen wir. Oh, da können wir nicht. Schmerz. Na, brauchen wir nicht. So, starker Stahl. Da haben wir noch haufenweise starker Stahl. Bluten erhöhen, Schaden plus 30. Und hier steht zum Beispiel, erfordert Silbertalent. Deswegen ist es so seltsam. Silbertalent, ich habe aber kein Silber und kann es auswählen. Naja, aber das mag sein, dass das erklärt hatte, aber es müsste sich ja dann trotzdem hier, ne, konsequent durchziehen. Ist es aber nicht. So, das war ein Bronzetalent. Ich weiß nicht, was hier los ist. So, wir warten mal bis zum Morgen. Können wir noch was? Nein, okay. Aber es erklärt ja trotzdem nicht, dass die Anzeige nicht passt. Und ich glaube nicht, dass es an der Mod liegt. Ich glaube, das ist strukturell. Ich möchte raus aus dieser Stadt. Ich habe meine Kinder aufs Land gebracht. Das ging aber. Achso, wo kommen die denn alle her? Nee, Geralt, da kommt einer. So, da nützt es nichts. Wir müssen nochmal rumlaufen. Ihr kommt zu spät, Leute. Oder? Nee, doch. Ich muss in die Taverne. Lass mich raten, ich muss wieder bis abends warten. Ah nee, oben. Alles läuft nach Plan. Ja? I want to sell a badge? Warte mal. Ich will ein Abzeichen verkaufen. Oh. Excellent. Here's your payment. Ja, wie viel habe ich da? Hä? Die Salamandra-Abzeichen sind alle weg. Aber ich weiß nicht, was ich gekriegt habe. Ja? Ich fand einen magischen Stein im Versteck der Salamander. Zeigt ihn, Triss. Die weiß über solche Dinge Bescheid. Na toll. Ich dachte... Ich weiß nichts über Magie. Na toll. Da hätte ich auch gleich zu Triss ziehen können. Der hat mich aber extra hier hingeführt. Geralt. Geralt. Okay, hast nix. Bis bald. Toss a coin to your Witcher, komm. Grobian. So, wir müssen noch ein bisschen mit Alvin und den Chipmunks hier die Zeit verbringen.
Sie lässt mich keine Süßigkeiten essen. Ja, eine Birne. Soll das ein Witz sein? Nein. Bei Triss musste ich dumme Bilder ansehen. Sie hat gewiss ihre Gründe. Bilder sind doof. Nein. Ist aber ein komisches Kind. Vielleicht hätten wir doch ihn bei Shani lassen sollen. Ist klar, dass Triss einfach zu Hause... Es ist am hellerlichten Tag und die liegt im Bett. Typisch Magierin. Ihr könnt so gut mit Alvin umgehen. Ja. Ich fand einen magischen Stein bei einem Salamander. Interessant. Lasst mal sehen. Geralt, das ist ein Telekommunikator. Er hinterlässt Spuren aller Sendungen. Soll heißen? Mit etwas Glück können wir das Versteck der Salamandra finden. Das ist ein Anrufbeantworter. Sprechen wir mit Leuwarden darüber. Oh, ich komme doch gerade von Leuwarden. Ach ja. Nee, das fällt mir nicht nur jetzt auf. Das ist schon vorher, aber der wird immer creepiger. Deswegen. Und sie geht erstmal wieder ins Bett. Ist klar. Und wer macht die Arbeit? Der Witcher. Kann ich ihr jetzt einen Antrag machen, weil ich gut mit Alvin umgehen kann? Oder wie läuft das jetzt? Falsch abgebogen. Seid ihr krank? Nein. Ich sehe immer so aus. Vom Regen in die Traufe, in die Flut. Da ist er. Wir haben Neuigkeiten über die Salamandra. Gute Neuigkeiten für uns, hoffe ich. Leider nein. Ihr Einfluss reicht weiter, als wir dachten. Und ihr habt ein Angebot für mich. Warum der Sarkasmus? Die Salamandra haben starke politische Unterstützung. Weder städtische noch militärische Behörden ließen sich dazu bringen, gegen sie vorzugehen. Wie ist das möglich? Ich vermute, es hat mit den jüngsten verdächtigen Erlassen zu tun. Was habt ihr jetzt vor? Wir brauchen Unterstützung. Eine Armeeeinheit oder eine paramilitärische Truppe. Und was habe ich damit zu schaffen? Wir möchten, dass ihr mit potenziellen Verbündeten verhandelt. Warum ich? Wer schwebt euch denn so vor? Die Salamandra haben etliche Leute verärgert. Die Skoyatel, den Orden der Flammenrose... Mal sehen, was sich machen lässt. Wenn ihr Erfolg habt, treffen wir sie hier. Warum sollten die... Ich muss mit Leuwarden sprechen? Es wird Zeit, die Schuldigen zu offenbaren. Ich muss entweder Yevin und seine Elfen oder Siegfried und seine Freunde aus dem Orden überzeugen. Oh, 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 ja? Oh, oh. Lebt wohl. Das Spiel der Macht. Ich sollte Tristan nachfragen, wie man Radovitz mithilfe des magischen Steins aufspüren kann. Ich muss unter vier Augen mit dir sprechen. Ich glaube, das machen wir eher. Was haben wir hier noch? Geheimnisse. Das kommt irgendwann selber. Den Sendboten finden wir irgendwie nicht mehr. Das sind die Zähne. Konrad und den Wein. Da müssen wir in das andere Stadtteil danach. Hm? Dann können wir den Teil auch noch abschließen. Können wir den Teil nämlich auch abschließen.
Wie lange? Lass mich mal kurz auf die Uhr gucken. Ich denke mal noch so 20, 30 Minuten spiele ich heute noch. Weil ich muss morgen leider früher raus. Weil ja morgen wieder noch der Termin ist zur Nachkontrolle für ihn. Ich will ein Hündchen. K2. Eines Tages bekommst du einen Hund. Ich verspreche es. Seid ihr sicher, dass ihr ihn nicht verzieht? Ich will nicht, dass er verzärtelt wird. Wisst ihr noch irgendetwas über den magischen Kommunikator, den ich euch gegeben habe? Er ermöglicht Gespräche über kurze Entfernungen. Mit etwas magischem Wissen könnte man ihm sicher zahlreiche Informationen entlocken. Wenn die Salamander ihn benutzt haben, um mit ihrem Lager zu kommunizieren, sollte es mir möglich sein, sie zu lokalisieren. Kurze Distanzen, ja? Könnt ihr die letzte Kommunikation überprüfen? Der Kommunikator schickte ein Signal an ein Haus in Vysima. Es ist auf eurer Karte markiert. Gibt es etwas, das ich wissen müsste? Ich habe da so eine Ahnung. Ich überprüfe es. Na gut, seid vorsichtig. Okay, ich bin vorsichtig. Ah, übrigens, Wirklich ein wunderschöner Ring. Aber? Ich möchte, dass ihr mehr Zeit mit Alvin verbringt. Der Junge braucht etwas Disziplin. Aber du hast doch gesagt, ich mache die Sache gut. So, dann gucken wir mal. So, und dann schauen wir mal. Auf der Karte markiert. Da drüben. Linksrum, rechtsrum, linksrum, Larilum. Okay, linksrum. Apropos, linksrum. Nieswurz nehmen wir mit. Ist immer noch unbekannt, okay. Rechtsrum, linksrum. Meine Füße schmerzen. Ja, durch die Tür kommen wir nicht durch. Da oben kommen wir nicht rein. Hier kommen wir nicht durch. Du bist Radovids Versteck. Seid gegrüßt, Hexer. Seid gegrüßt, Radovid. Diesmal ist kein magischer Spiegel zwischen uns. Wie schön, dass ihr meine kleine Zuflucht gefunden habt. Mit Triss Merigolds Hilfe, habe ich recht? Ihr kennt Triss? Nicht persönlich, aber ich kenne Philippe Eilhardt. Und damit kennt man alle Zauberinnen. Ich wollte mit euch sprechen, Hexer. Okay, wer ist Philippa? Wer ist Philippa? Eine der prominentesten Bürgerinnen Redaniens. Sie hat die halbe Elite Redaniens bestochen, betört oder eingeschüchtert. Sie gehört auch der Zauberinnenloge an, so wie eure Triss. Die nehmen keine Zauberer auf? Nein. Jede dieser Frauen glaubt, sie dürfe über das Schicksal der Welt bestimmen. Und manchmal tun sie das auch. Wenn ihr das sagt? Man sollte Zauberinnen nicht schmähen. Wunderschön, weise, hilfreich. So geben sie sich jedenfalls. Eines Tages werde ich sie in ihre Schranken weisen. Obwohl sie in ihrer Gunst stand, verriet Triss einst ihre Freundinnen. Ich vertraue Triss. Denkt an meine Worte. Wer seid ihr? Und damit meine ich nicht euren Namen. Gute Frage. Leider gibt es darauf keine leichte Antwort. Ich bin an Redaniens königlichem Hofe aufgewachsen. Mein Vater wurde während des Krieges mit Nilfgaard ermordet. Seit ich mich nicht mehr für Spielzeug interessiere, versuche ich, mein Erbe zurückzuerlangen, die Mörder meines Vaters zu finden und Ordnung in mein Land zu bringen. Leider bin ich von korrupten Verrätern, allzu ehrgeizigen Zauberinnen und frustrierten Kaplänen des ewigen Feuers umgeben. Soweit ich das beurteilen kann, ist die Oberschicht Temeriens genauso. Nichts lockt Hurensöhne so sehr an wie Macht. Ihr wolltet etwas. Kennt ihr die jüngsten seltsamen Erlasse in Vysima?
Ich habe davon gehört. Sie tragen des Königs Siegel, doch manche argwöhnen Schwindel. Erzählt mir mehr. Wie Thaler sagte, Volltest hat diese Erlasse nicht unterzeichnet. Ich kenne seine Unterschrift. Ihr kennt Thaler? Gewiss. Ich wäre ein Narr, würde ich den Geheimdienstchef Temeriens nicht kennen. Also doch richtig. Also hat Volltest das Kriegsrecht nicht verhängt? Nein. Ich denke, ich sollte ihn informieren. In welcher Beziehung steht ihr zu Adda? Ich hatte gehofft, ich könnte sie überreden, den König Redaniens zu ehelichen, wovon beide Königreiche profitieren würden. Mit Volltests Hilfe könnte unser König sich endlich von all den Parasiten, die ihn umgeben, befreien. Im Gegenzug könnte Redanien Temerien gegen die Skoyatel beistehen. Die Vorteile für den Handel brauche ich nicht, es zu erwähnen. Die vereinten Königreiche könnten der wachsenden Macht der Ritterorden und der Zünfte trotzen und obendrein... Genug. Ihr habt mich überzeugt, aber ich bin nicht Adda. Und ihr, Hexer? Wie denkt ihr über Volltests Tochter? Was wollt ihr wissen? Ihr seid ein Experte für Ungeheuer. Ihr habt den Striegenbann gebrochen. Stimmt. Kann sie Kinder bekommen? Ja. Warum nicht? Gesunde Menschenkinder? Ich denke ja. Aber einer der Wissenden sollte sie untersuchen. Habt Dank. Ich hoffe, dieses Gespräch bleibt unter uns. Und pfuscht bitte nicht in Redaniens Thronfolgeplänen herum. Ich pfusche generell nicht herum. Also habt ihr nichts zu befürchten, Eure Majestät. Wie habt ihr das herausbekommen? Die Art, wie euch eure Leute ansehen, wie ihr von Redanien und Adda sprecht. Und dann euer Ring. Falls ihr je nach Redanien kommt, besucht den königlichen Hof. Lebt wohl. Lebt wohl, König. Wenn ich zurückkehre, organisiere ich eine große Jagd. Eine große Jagd. Gut, dann haben wir ihn auch gefunden hier, ja? So, was sagt denn hier mein... 256.000, 276.000 brauchen wir fürs nächste Level ab, okay. Sehr schön. Aber es wird irgendwie nicht weniger, ne? Auf diese Weise werde ich die Salamandra nie erwischen. Ich werde es nicht riskieren, mich in die Angelegenheiten von Monarchen einzumischen. Ah, Carmen. Wir müssen sowieso dort rüber, denn wir wollen ja mit Konrad... Ne, dem Suffkopf da in der Taverne zum Bären wollen wir ja sprechen. Wir räumen jetzt so ein bisschen die letzten Zuckungen ab, ne? Was heißt letzten Zuckungen? Aber zumindest, wir haben ja einige offene Questen. Unser Questlog ist riesengroß, ist schon, wenn es klein ist, völlig unübersichtlich. Deswegen müssen wir hier ein bisschen was tun. Ach, guck mal, Sultan, altes Haus. Können wir ein bisschen was mitnehmen, ja, ne? Wachst, meine Schönen. Wir ernten mal ein bisschen. Wir müssen ja noch ein paar Tränke machen. Nieswurz gibt es hier noch. Die Götter haben meinen Boten mit Flammenschwert geschickt. Scheint Unsinn. So, Carmen. Für eine Missgeburt. Seid gegrüßt. Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt. Der Hierophant hat das Heilmittel für Lykanthropie preisgegeben.
Aber ich muss den Namen eures Liebsten wissen. Ich verrate die Identität meines Mannes nicht. Lieber soll er ein Werwolf bleiben. Ich weiß bereits, dass Vincent der Werwolf ist. Bitte, tut ihm nicht weh. Ich werde versuchen, ihm zu helfen. Hört gut zu. Ja? Ich habe mit dem Hierophanten über das Leiden eures Mannes gesprochen. Oh. Vincent soll nachts ein Hemd aus Hundspetersilie tragen. Dann wird der Fluch aufgehoben. Ich kümmere mich darum. Ich habe die Petersilienblätter gebracht. Webt Vincent ein Hemd, um den Fluch aufzuheben. Danke. Ich fange sofort damit an. Denn wer weiß, was mit ihm passiert, ne? Ich versprach Kammer, ich sollte demnächst bei Kammer vorbeischauen und sehen, ob die Medizin wirkt, okay? Das heißt, wir legen uns jetzt hier gleich nochmal auf die Lauer. Erstmal zum Abend. Und dann können wir was produzieren? Nein, okay. Erstmal Abend, so. Da ist er. Ja? Es war nicht einfach, aber ich habe es geschafft. Trefflich, aber ich habe kein Gold. Ging alles für Alkohol drauf. Ich behalte eine Flasche, ihr nehmt den Rest. Stimmt, ein Werwolf für der Stadtwache. Keine Bezahlung, keine... Ach komm, hier. Ich wusste, ihr seid ein anständiger Kerl. Okay. Ja, das, klar, es ist jetzt nicht neues Konzept. Die Frage ist aber, inwiefern ist das jetzt eine Originalgeschichte und wie früh oder wie spät ist das geschrieben worden im Vergleich zu den anderen Sachen? So, wir wissen ja, wo sie ist hier. Ja? Hat das Hemd Vincent geheilt? Es war schrecklich. Der Mond ging auf. Vincent verwandelte sich, zerriss das Hemd und lief davon. Beruhigt euch, Carmen. Vielleicht erweist sich eine andere Methode als wirksamer. Ja? Lebt wohl. Ich muss alle bekannten Arzneien für Lykanthropie ausprobieren. Alle Arzneien. Tja. Ja. So, der Sendbote. Treffe mich heute Abend mit ihm im Haarigen Bären. So. Und der haarige Bär ist da drin. So, und es ist Abend. Warte, ich könnte hier nochmal... So. Nada, nada. Nichts da. So, aber wir haben noch eine Geschichte. Warte mal, Algul-Vertrag. Ich muss Kalkstein aufsuchen. Da gehen wir jetzt noch hin, in Kalksteins Haus. Und wenn wir in sein Haus sind, können wir ihn, uns dann zum Sumpf teleportieren. Ne? Weil er da ja irgendwo rumoxidiert.
Ah, oh, tut das weh. Überflüssiges Gefasel. Bewegt euch. Guck mal, man hört es schon jetzt. Na, da könnte man jetzt fragen, wer war zuerst da, ja? So, mein Freund. Ey. 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 Albedo? Ja, diese Lösung. Hallo? Mal gucken, ob ein Laden hier hilft. Ich kann nicht mit ihm sprechen. Ich gehe mal noch mal rein. Vielleicht hilft das. Ja. Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr Algulmark für mich? Ja. 3 frische Dosen, wie es in der Anzeige stand. Trefflich. Nehmt dieses Gold. Könnt ihr einen Trank herstellen, der Lykanthropie heilt? Käme auf einen Versuch an. Der Trank ist für einen Werwolf. Der Liebste einer jungen Maid. Normalerweise würde ich ablehnen, aber ich schulde euch was. Mal sehen. Zutaten da, Geräte da. Kommt später wieder, ja? Okay. 150 Ohren, okay. Wir gehen einmal durch die Sümpfe, sammeln noch ein bisschen was, gehen noch mal hin und holen uns wenigstens das Ding dann ab. Wir scheinen jetzt auch ein bisschen andere Reagenzien jetzt zu finden. Damit wir nämlich Tränke machen können. Wir haben nämlich so gut wie nichts mehr, ne? Man bedenkt, was das hier für eine Geräuschkulisse ist. Ach, nö. Nicht ihr. Ah!
hält die denn aus? Meine Fresse. Und dann ist halt nichts drin in dem Vieh. Oh. Eine Lykantropie-Heilung für den Werfel so verschwindet, das gibt man doch einem Vampir. Oh. Ach, wir haben ja noch den. Den Typen hier. Den Menschenfresser hier. Den wir noch nicht gefunden haben übrigens. Ach so, wegen der extra Erwähnung, ja. Ja. So, wir müssen dahin. Da kommen wir nämlich so nicht direkt durch, ne? Da ist noch einer. Okay, nichts in der Nähe. Da ist nichts drin. Und aber da ist was drin. Immerhin. Auch noch ein bisschen Petersilie. Meine Liebe. Und jetzt. Da-da. Wie komme ich denn eigentlich zum Turm, in dem ich wieder rumlaufe? Halt. Bin nämlich falsch gelaufen. Na toll. Was? Was? Komm, 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 gib mir das Ding. Weg. Hä? Ich bin völlig falsch gelaufen. Huh.
Oh! Das ist nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. So. Mal gucken, ob er jetzt schon fertig ist. Ja. Habt ihr den Lykanthropietrank fertig? Ja, aber sie muss ihn auf eigene Gefahr verabreichen, nachdem sie eine ihrer Tränen hinzugefügt hat. Man braucht die Träne einer Jungfrau, damit der Trank wirkt. Na toll. Moment. Von einer Jungfrau hattet ihr nichts gesagt. Ihr spracht von einer jungen Maid. Ich ging davon aus, dass sie noch nicht verheiratet ist. Ach, Kalkstein. Ihr müsst mal unter die Leute gehen. Wo soll ich bloß eine Jungfrau finden? Die Träne einer Jungfrau ist unverzichtbar. Es kann doch nicht so schwer sein, eine zu finden. Ich muss mich unter den Stadtfrauen umhören. Na gut, wir springen jetzt einfach nochmal wieder Richtung Stadt. Trisslabor ist, glaube ich, ganz brav. Wobei... Da. Ja, genau, weltfremd. Völlig weltfremd. Denn hier soll es an der Stelle auch erstmal Feierabend sein. Wir sind ein gutes Stück vorangekommen. Am schlimmsten war der Kampf wirklich gegen die Salamandra-Dropse da, ne? Haben wir schon gelesen. Okay. Draußen regnet es, ich höre es. Und... ja, vor allem das nachzufahren, ne? Gnädiges Fräulein, darf ich fragen, ne? Ob sie das Gewand der Jungfräulichkeit noch trägt. Naja, ist auch egal. Wir speichern hier ab. Hier soll es beim nächsten Mal weitergehen. Was es morgen gibt, keine Ahnung. Lass uns überraschen. Vielen Dank fürs Zusehen. Schlaft gut, träumt was Schönes, bleibt bitte gesund und bis morgen Abend. Bis dahin. Euer Firefox.